Zwischen 2005 und 2015 ist die Population zu Lützeburg um 100.000 Einwohner gewuchs. Für den zusätzlichen Demand und Energie gerecht zu gehen, verstärkt Creos sein Hochspannungsnetz mit dem Ausbau von der bestehenden 220 kV-Leitung rund um die Stadt. Dieses Projekt wird auch Luxring genannt. Die Masten Nummer 100 und 101 zu Heestre vom Plateau spielen eine besondere Rolle am Projekt Luxring. Auf dieser Platz wird die bestehende Hochspannungsleitung, die von Trier an die Lande Racken und den neuen 220 kV-Posten von Izisch Bloren angeschlossen, und mischt dem nur Heiderank komplett. Außerdem wären das die zwei letzten Masten, die für diese gigantische Chantier abgerichtet sind.